Heute zeige ich dir, was bei der Auszeige von Eichen zu beachten ist. Ja, willkommen bei Wild auf Wald. Heute stehe ich in einem Eichenhainbuchenwald. Ganz viele Flächen im Alpenvorland von Oberösterreich wäre dies die natürliche Waldgesellschaft. So, das ist eine Aufforstung. Ich möchte gleich vorausschicken, Aufforstungen sind oft ein bisschen anders zu bearbeiten wie Naturverjüngungsbestände. Ich glaube, wichtig ist es bei Eichen, erstens einmal die natürliche Astreinigung und zweitens auch, dass der natürliche Motor, die Krone am Laufen bleibt, damit der Zuwachs dementsprechend ist. Belohnt werden dicke Stämme ohne Äste beim Verkauf, kleine Jahrringe eher nicht. Wichtiger ist der Durchmesser und dass wir in einer vernünftigen Umtriebszeit auf diesen Durchmesser kommen. So, und jetzt neben mir hier ein Zeppbaumkandidat. Diese Fläche ist etwa vor 15 Jahren aufgeforstet worden. Also man sieht schon ganz gute Durchmesser, ich sage so von 10 cm oder 12 cm Brusthöhendurchmesser. Die natürliche Astreinigung hat da ganz gut funktioniert und man sieht oben auch noch eine Krone von etwa ein Drittel der Baumhöhe und so sollten eigentlich Z-Bäume aussehen. Keinen Zwiesel im Kronenbeginn wäre wichtig. So, und nun zur Auszeige. Zu Beginn ist es wichtig, die Z-Bäume mit Markierungsbändern zu versehen. Die Erschließung auf dieser Fläche, also die Feinerschließung, die rückgegossen sind schon vorhanden gewesen und jetzt ist da ein Kunststoffband verwendet worden, weil es ein paar Jahre länger auf der Fläche oben bleibt bzw. auf den Bäumen oben bleibt. Besser wäre ein Papierband meines Erachtens, da das wirklich verfault und kein Mikroplastik im Wald entsteht. Ja, erster Schritt, positiv auslese, ganz wichtig. Z-Baumabstand bei der Eiche 10 bis 15 Meter, darunter hat es keinen Sinn, denn nach 20, 30 Jahren stecken die beieinander und dann müsste man den nächsten Z-Baum fällen und dann entsteht ein großes Loch im Bestand. Also bitte von dem Abstand nehmen, dass man zu enge Z-Baumabstände wählt. Das nächste ist dann die Negativauszeige. Für mich interessant, wo ist die Bedrängung in der Krone? Und da ist schon einmal ein bisschen freigestellt worden, vor ein, zwei Jahren. Und man sieht, der wahre Bedränger ist hier drüben, diese Eiche. Sie ist ein bisschen krump, so schlecht wäre sie auch nicht, aber hat nicht diese Qualität wie diese andere Eiche. Ja, und die ist zu entnehmen und die werde ich jetzt gleich markieren, blau. Man sieht, es ist eigentlich eh schon... Er ist schon markiert worden im vorigen Jahr, man sieht den Strich jetzt nicht mehr so gut. Die Idee wäre voriges Jahr auch schon da gewesen. So, wichtig ist es nun, für diesen Baum Stammbeschatter zu belassen. Wird der zu stark freigestellt, bekommt er Flugäste und das entwertet natürlich den Stamm sehr stark. Hier sieht man schon daneben, hier sind Hainbuchen, so soll es ausschauen, und die sind geköpft worden, mit dem Hochentaster abgeschnitten und so bildet sich da unten jetzt eine Astschicht mit viel Laub, die diesen Stamm optimal beschattet. Also so soll es ausschauen. Wenn man jetzt in die Krone noch hineinschaut, da rüben bedrängt ihn dieser noch, den gehen wir weg. Ja, und dieser kleine könnte man eigentlich belassen, aber ich glaube, den werden wir auch gleich entfernen. Die wachsen ohnehin wieder so schnell zu. Wenn man diese jetzt umschneidet, geht es wieder. Und alles andere bis zum nächsten Z-Baum ist jetzt völlig uninteressant. Also man sieht da drüben den nächsten Z-Baum. Ups. Schauen wir mal, ob man das sieht. Ja, das sieht man schon. Hier das gelbe Bändchen. Und das sind ungefähr 10 bis 15 Meter. Der ist freigestellt worden, man sieht da frische Stöcke da drüben. Ja, und dazwischen, wenn da jetzt gezwieselte Bäume sind mit minderer Qualität, wie dieser, dann
spielt das für mich überhaupt keine Rolle. Also die müssen sogar da bleiben. Und man sieht sehr schön, ja, dieser Zettbaum hat dann Platz in der Krone. Hier der nächste Zettbaum. Der gehört auf jeden Fall nachgeastet. Und dieser Steilhaus da kann man bei der Eiche sicher nur getrost ausschneiden. Bei Eiche, der Astdurchmesser da von 4 cm, das schreckt mich gar nicht. Also für andere Bäume, wie zum Beispiel ein Kirschbaum, der fault recht stark, wäre das vielleicht nicht optimal, aber da wird es schon noch gut. Ja, wichtig ist es jetzt in der Krone freistellen. Diese Hainbuche ist viel zu protzig da herbei. Und die ganz umzuschneiden, gefällt mir persönlich nicht. Und jetzt, man sieht die alte Auszeige noch ein bisschen, den da mal köpfen. Köpfen ist für mich dieses Zeichen, ein Pfeil nach unten. Das heißt, abschneiden und das andere kann man wieder belassen. Kein Problem. Da ist der nächste, den köpfen wir ab. So, und da herüben, glaube ich, kann man auch noch gleich einmal runterschneiden oder den kann man eigentlich sogar ganz weggeben. Weil in der Nähe diese Bäume sind, die wir köpfen und die dann eine Stammbeschattung machen. Ja, jetzt schauen wir noch kurz. Der Bedrängten in der Krone, weg damit. Und der, würde ich sagen, den kann man auch schon weggeben. Der Bedrängten in der Krone, der peitscht richtig rein. Ja, den kann man noch lassen. Auf dieser Fläche sind wir eh immer wieder. Ich würde sagen, diese Peitsche da auch noch gleich weg. Ja, und hier haben wir nur eine Hainbuche. Die köpfen wir auch noch gleich, dass der nicht so rotzig wird, weil das ist auf der Südseite. Und dann kann der unten gleich Äste ausbilden, die nachher im Unterbestand zu unserem Zettbaum rüberwachsen können. Den köpfen wir gleich. Hier ist die Strategie der Truppflanzung verfolgt worden, damals vor 15, 20 Jahren. Da vorne ein Trupp Laubholz, hier ein Trupp Laubholz, aber es ist leider fast ein bisschen übersehen worden. In diesem Bereich der Fläche haben die Bäume nicht so stark wüchsig gewesen und hier passt es wirklich nur ganz gut mit der Freistellung, aber auf andere Bereiche waren sehr stark wüchsig gewesen und da haben leider ganz viele gezwieselte. Und abgeleitet von dieser Fläche kann ich wirklich sagen, es ist wichtig, immer wieder einmal nur Zwieseln herauszuzwicken. Also auch selbst, man sieht es schön, so dicke Äste wie der ist ungefähr 5 cm dick, fallen ab, brechen ab. Hier sieht man schön einen Türast und die fallen wirklich von selbst herunter. Also die werden richtig brüchig, ausgeprägter Todastverlierer. Ja, da hält es relativ viel aus, die Eiche. Muss man wirklich sagen. Hier ist sehr eng gepflanzt worden. Alle Meter ungefähr im Trupp ein Baum und das ist meines Erachtens viel zu eng. Also man könnte sicher auf 1,5 bis fast 2 Meter gehen, glaube ich. Erhalten wir immer brauchbare Qualität. Vielleicht das eine oder andere mal drüber asten, Zwiesel herauszwicken, zeitgerecht. Dann kriegt man eigentlich eine größere Auswahl an Zettbäumen. Und hier haut sich noch ganz gut hin. Hier sind die Zettbäume mitten in diesen Trupps. Wenn man es dann übersieht, wenn viele gezwieselte sind, sind die Zettbäume dann oft am Rand und da hat man eine schlechte Stammbeschattung, Probleme mit Flugäste. Also in den ersten 10, 20 Jahren entscheidet sich die Qualität des Bestandes. Wird es Furnierqualität oder wird es Brennholz? Und da müssen wir wirklich dahinter sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da das nicht übersehen. Dieser Baum ist fast stark beost worden. Und weit und breit keine Hainbuche zur Stammbeschattung.
und somit hat er Flugäste gekriegt. Relativ starke Flugäste, gell? Binnen einem Jahr schon. Da große Wunden. Ich glaube, bei der Eiche verwachse ich das sicher noch ganz gut. Problematisch ist hier ganz ehrlich gesagt die Flugäste. Und ja, wäre natürlich, wenn die Aufforstung so betreut worden wäre, wie der Plan gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht so, dass am Rand von diesen Karrees wo diese Trupps die Z-Bäume sind. Und dann werden die Heimbuchen ein bisschen näher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da ist eh weit und breit keine Heimbuche. Da ist irgendwas in der Aufforstung schiefgegangen, glaube ich. Hier noch eine Roteiche, hier auf dieser Wegkreuzung. Schaut gar nicht so schlecht aus. Die Roteichen haben eine gewaltige Jugendentwicklung, wachsen wirklich, wirklich schnell, wenn der Boden passt. Vertragen auch sauren Boden, gell? Das haben wir da überhaupt nicht, aber das ist die Roteiche. Ja, hat aber das Holz ist weniger wert wie das von der Stieleiche in der Regel, weil es weit nicht so beständig ist. Aber auch nicht uninteressant, würde ich sagen. Da hinten der nächste Z-Baum von einer. Auch eine Stieleiche und daneben eine geköpfte andere Stieleiche. Hat super Flugäste bekommen. Also ein bisschen zur Not, weil keine Heimbuche da war, ist die verwendet worden. Und scheint zu funktionieren, gell? Schaut gar nicht so schlecht aus da. Diese Eiche ist etwa 15 bis 20 Jahre versetzt. Das heißt 20 Jahre alt ungefähr und hat einen Durchmesser, einen Brusthöhendurchmesser, ich sage ungefähr von 20 cm, hat eine astfreie Stammhöhe von etwa 7-8 Meter erreicht und ich glaube, das ist der Optimalfall. Daneben eine geköpfte Hainbuche, hier eine geköpfte Stieleiche, die sollten ein bisschen da rundum wachsen. Also dieser Baum scheint auch genetisch wenige Flugäste zu bekommen und ja, ist an sich hervorragend. Er steht am Rand dieses Trupps, leider mitten in diesem Trupp keine brauchbaren Bäume dabei. Alle gezwieselt und es wäre wirklich, wirklich wertvoll gewesen, wenn diese Bäume geastet worden wären. Und das braucht man nicht zum Exzess betreiben, bitte. Alle paar Meter nur die Zwiesel herauszwicken, dass keine zwei Wipfel entstehen und alle sind glücklich. Also das muss man schon sagen, das hätte auf dieser Fläche ganz viel gebracht. Hier sieht man gleich den nächsten. Rups, eine gesunde Krone, ungefähr ein Drittel vom Baum herab, einen astfreien Stamm, auch wieder so mit 7-8 Meter, dieser Z-Baum da daneben. Hier daneben eine Hainbuche zur Stammbeschattung, hier geköpfte Hainbuchen zur Stammbeschattung. Ich glaube, so soll es ausschauen, ich glaube, so wird man glücklich im Laubholz und ich glaube, so werden wir da auch wirkliche Wertholzstämme rausbringen aus dem Bestand, wenn solche Bäume da sind. So, der Job des Waldbewirtschafters ist es nun, diesen Baum da hinten, diesen Z-Baum, so zu bewirtschaften, dass kein Ast mehr dürr wird. Die astfreie Stammlänge, die gewünschte astfreie Stammlänge ist erreicht. Es sind da, keine Ahnung, ungefähr 7 Meter. Und jetzt ist die Zeit da, ihn zu freizustellen in der Krone und kein Ast sollte mehr dürr werden. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann Fäulnis von oben wieder eintreten und dann haben wir erst wieder nichts gemacht. Gesunde Bäume sind der Schlüssel zu Erfolg, große Kronen sind der Schlüssel zu Erfolg und es gibt das QD-Verfahren, auf das werde ich jetzt die nächsten Folgen werde auf das eingehen.
gibt es verschiedene Phasen. Einmal die Etablierungsphase, das ist ja eine normale Kultur. Dann kommt die Dickungsphase. In der Dickungsphase oder Qualifizierungsphase genannt, erreichen wir die astfreie Stammlänge. Also da ist um und auf, dass sie die Bäume bedrängen und dass auch bei den führenden Bäumen vielleicht dort und dort ein bisschen ein Astungsschritt durchgeführt wird. Kommt auch sehr darauf an, ist es eine naturverjüngte Fläche mit hohen Stammzahlen oder ist es eine gesetzte Fläche, wo nicht so hohe Stammzahlen sind. Das schauen wir uns an. Dann ist die astfreie Stammhöhe erreicht, wie bei dem Zeppbaum hinter mir. Dann beginnt die Dimensionierungsphase. Die Bäume müssen dick werden, sie müssen wachsen und dann, wie ich gerade gesagt habe, darf kein Ast mehr absterben. Ja, danke fürs Zuschauen. Hier noch ein Fällvideo einer Laubholzfällung, das dich sicher interessiert. Hier geht es zur Homepage. Dort bekommst du auch Husqvarna Akkugeräte günstiger mit dem Rabattcode WILD AUF WALD. Bis zum nächsten Mal.